Nach den 8 Semestern allgemeinen Maschinenbau, ich war eigentlich schon vom Alter her reif für die Armee, also das heißt allgemeine Wehrpflicht abzuleisten, denn 1939 hatte ja der Krieg begonnen und da wurden ja Soldaten gebraucht, aber man hat mich eben diese 8 Semester fertig machen lassen. Schon aus dem einfachen Grunde, weil ich mich zur Marine gemeldet hatte. Insofern zur Marine, weil ich im Eigentlichen nach meiner Lehre vorhatte, nachher Schiffsmaschinen zu machen und dann zur See zu fahren in der Technik. Und da hatte man gesagt, naja, dann musst du aber deine Wehrdienstpflicht bei der Marine ableisten. Und deswegen bin ich zur Marine gegangen. Und zur Marine wurde man nicht ausgehoben, wie bei den anderen Kategorien der Wehrmacht, sondern da musste man sich freiwillig melden. Und da bin ich am 1. April 1943 eingezogen worden, nach Kiel in die Stabsabteilung. Und habe mich dort gewundert, dass ich eine Woche lang geprüft wurde, einmal schriftlich, mündlich untersucht, auch körperliche Leistungsprüfungen wurden vorgenommen und dann erfuhr ich von anderen Kameraden, die dort waren, dass ich in einer Einheit war und sollte zum Offizier ausgebildet werden. Und dort habe ich anfangs die Grundausbildung gemacht und bin dann später aufs Schiff. Aber das gehörte dazu, das war, man könnte sagen, wie ein seemännisches Praktikum, bin ich schweren Kreuzer Admiral Scheer gefahren. Und da ist mir natürlich der Krieg so richtig bewusst geworden. Ja. Da konnte ich mich nicht damit anfreunden, wenn Gefechtsverschlusszustand war auf dem Schiff. Das heißt, waren alle Türen zu, alle Vorreiber angezogen. Da waren sie 3 bis 4 Decks unter der Wasseroberfläche eingesperrt im Leckpumpenraum. Und dann, wenn es draußen mal kracht und das Schiff neigte sich, da wusste man nicht, was passiert, man sah ja nichts. Ja, da habe ich gesagt, nee, also Krieg ist kein schönes Spiel. Von da an, da habe ich gesagt, nicht wieder. Wenn man sich überlegt, was mir dann später auch noch begegnet ist, was die Menschen sich ausdenken, um dem anderen zu schaden oder die Oberhand bei einem Krieg oder bei irgendwie welchen politischen Auseinandersetzungen zu finden. Also das ist schon Wahnsinn. So, und da waren wir eben in der Ostsee und da haben wir den Angriff auf Peenemünde mitgemacht. Peenemünde war ja die V-Waffenversuchsstation im Dritten Reich. Haben Sie sicher auch schon gehört von den V-Waffen? Ja, das V stand für Vergeltungswaffe. Und das war ja geplant in Raketen. Und es war ja auch so, dass die ersten Raketen, die V, wurden ja nach England rüber geschossen. Und so ist es ja dazu gekommen, zu diesem sogenannten Luftkrieg, dass dann Dresden eben hier kaputt gemacht wurde. Ja, und dort dieses V-Waffen-Gelände in Peenemünde, ist von einer Staffel angegriffen worden. Im Tiefflug, weil ja da, wenn die über See geflogen sind, die Flugzeuge nicht erfasst werden konnten vom damaligen Radar. Und da war es möglich, aber das haben wir hinterher erst erfahren, dass dann die Admiral Scheer mit 28 cm Kanonen, also flach, in diesen Pulk geschossen hat. Ja, und wenn natürlich so eine Breitseite, wir hatten 2 Drillingstürme, also 3 Geschosse nebeneinander auf einem Turm, und wenn der quer liegt,
also nicht in Fahrtrichtung, sondern quer zum Schiff, der Rückschlag, dann kippt das Schiff und sie steht unten, sie wissen nicht, was los ist, und dann noch durch den harten Schlag, wenn sie abgeschossen werden, die 28 cm Granaten, dann waren ja auch Glühlampen, die länger schon brannten, ja, die waren dann plötzlich aus, die gingen zu Bruch, da standen sie im Finstern und ja, Krieg ist kein schönes Spiel, also ich kann das immer nur wiederholen, und deswegen haben auch meine beiden Jungs später, als ich geheiratet habe, hatte ich ja zwei Söhne, die haben nie irgendwie welches Kriegsspielzeug gehabt. Da war ich immer strikt dagegen, aber sie haben das auch eingesehen. Also ich habe denen ja auch davon erzählt und habe das klar gemacht, dass es kein schönes Spiel ist. Hier unten steht eine Matrose 2, da bin ich nämlich dann degradiert worden. Naja, man hat erkannt, dass ich nicht ganz auf der Linie mitschwamm, wie man sich das dachte. Ja, ich habe zu viel hinterfragt und auch das habe ich dann weiter beibehalten. Da hat man gesagt, nee, also der kann als Offizier keine Einheit führen, der ist hier nicht der Mann, der wirklich echt mit uns mitgeht. Mhm. Ich bin dann entlassen worden, daraufhin bin degradiert worden, bin wieder zum Matrosen ernannt worden und dann hat man mich nach Norwegen geschickt und bin ich in einer Vorpostenflottille gewesen. Das heißt also kleine Schiffe, die ja zur Aufklärung dienten, nicht groß auffällig waren, also kein Riesenkriegsschiff. Wir hatten lediglich also geringe Bestückung an Waffen, und zwar zwei vorn und hinten, 2 cm Flugabwehrkanone, eine sogenannte Flak. Mhm. Und dann bin ich wieder versetzt worden nach Bergen. Anfangs war das auf einer Insel, auf das sogenannte Vorpostenboot gestiegen und bin dort als Maschinist gefahren. Bis Kriegsende, da war ich noch auf dem Schiff, ja, 8. Mai 1945, Krieg war zu Ende, was nun? Unsere Einheit ist in englische Kriegsgefangenschaft gekommen. Das heißt, wir haben zwar nicht vom ersten Tag an die Engländer gesehen, sondern viel, viel später erst haben wir den ersten Engländer gesehen. Und wir waren auch nicht sofort in ein Lager gekommen, sondern wir sind an Bord geblieben. Und dann hatte man ausgehandelt, dass Deutschland die Minen, die Seeminen, die sie ausgelegt hatten, hier, da und dort, selber bereuen müssen. Es waren ja bei uns auch die Minenpläne vorhanden. So, da kam es an mich, machst du mit oder machst du nicht mit? Es war im Februar der Angriff hier in Dresden. Ich habe in Norwegen einen Bericht darüber gelesen und da hieß es, dass es keinen Menschen gibt in Dresden, der nicht irgendwie einen Verlust erlitten hat, der einen Menschen betrauert, dass er entweder umgekommen ist oder verletzt ist. So. Und ich habe auch dann nichts von meinen Angehörigen gehört, ja, was da überhaupt los ist und ob die noch leben, ob es die erwischt hat oder nicht. Da waren zwar Franzosen da, also französisches Militär, die hatten die Norweger geholt und die versprachen eine Entlassung, eine vorzeitige. Ja, also dass man nicht erst groß in ein Lager kam, aber das war eine Finte. Frankreich hatte ja keine Kriegsgefangenen gemacht. Ja, aber die wollten ja nun auch ein kleines bisschen eine Art Reparation und haben dann die Kriegsgefangenen von Norwegen abgekauft.
und haben sie nach Frankreich in die Kohlegruben gebracht. Wir haben dort in der Kohlegrube arbeiten müssen. In der ersten Zeit sogar unter recht dürftigen Unterbringungsmöglichkeiten in einem Stadion, Sportstadion, in Zelten. Ja, haben die wochenlang gelebt und sind jeden Tag dann in die Grube gefahren. Da hatte ich in diesem Falle wirklich Glück, dass ich gesagt habe, na gut, ich beteilige mich, ich mache das mit und räume Minen unter dem Status als Kriegsgefangener. Wir haben Angertauminen geräumt. Das sind die gefährlichen Minen, die ja unten auf dem Meeresboden verankert sind. Da ist ein schwerer Ankerstuhl, ja, mit einer Winde. Da wird, und die Mine, dieser große Ballon mit diesen Hörnern dran, wie ein Igel, ja, der ist in dem Minenstuhl und wird abgesenkt. Und wenn der unten auf den Grund trifft, da ist in einem gewissen Abstand ein sogenanntes Voreilgewicht. Das wird entlastet, wenn das auftritt, und dann wird die Mine abgespult, weil die ja schwimmt. Ja, obwohl es ja ein Metallkörper ist. Und es wird aber so weit abgespult, dass die nicht aus dem Wasser guckt, nicht an der Oberfläche schwimmt, sondern unter Wasser. Dass sie nicht zu sehen ist. Und wenn von einem vorbeifahrenden Schiff dann so ein Hörnchen getroffen wird, wird eine chemische Reaktion durch das Salzwasser ausgelöst und das Ding geht in die Luft und detoniert eben direkt am Schiffskörper. Das heißt also, es war für uns ein Himmelfahrtskommando. Krieg. Schlimm, schlimm, schlimm. Als wir in den Gewässern, Bergen, alle Minen geräumt haben, ist unsere Einheit runterbeordert worden, auch von Norwegen, in die Ostsee und da in der Ostsee weiter zu räumen. Unser Stützpunkt war in Kiel-Friedrichort. Wir hatten da auch ebenso wie in Norwegen, obwohl wir Kriegsgefangene waren, freien Ausgang. Wir waren ja in keinem Gefangenenlager. Und das ist das, was mir auch dann später eben ermöglichte, in Urlaub zu fahren. Ja. Im Übrigen, alles, was mit 13 zu tun hat, ist, ich sage, der 13 ist mein Glücksfall, hat mir immer Glück gebracht. Ja, ich bin ja am 13. geboren, habe auch die ganzen Jahre Haus Nummer 13 gewohnt in Dresden. Und wir waren 13 Mann an Bord, ja, und bin heil wiedergekommen. Und nicht nur heil wiedergekommen, sondern hatte dann eben auch noch die Vergünstigung, als Kriegsgefangener Urlaub zu fahren. Ja. Und aber trotzdem ist das ja, ist das, sag mal, ein Kapitel, was ich nicht missen möchte, trotz der Gefährlichkeit. Denn letztlich ist es ja so, es war ja nötig. Die Minen mussten weg. Wie viel ist dann noch passiert, viele Jahre nach dem Krieg, durch Minen, die ja von Durchrostung oder durch Seegang abgerissen wurden aus dem Ankerstuhl, die geschwommen oben als Treibminen, dann, wo die zivile Schifffahrt dann drauf gestoßen ist und untergegangen ist. Ja. Und da war ich schon befriedigt, dachte ich, ja, hast doch schon was nicht Unnötiges getan.